wir würden uns als klassisches Sozialunternehmen definieren, wobei klassisches Sozialunternehmen ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Also es ist ja eine neue Sicht zu sagen, wir wollen nicht nur rein nach finanziellen Erfolgskriterien arbeiten. Wir wollen ein soziales Problem adressieren und das Problem, was damals der Anlass zur Gründung war, war ganz einfach. Es werden auf der einen Seite Produkte entsorgt, die völlig gebrauchsfähig sind und auf der anderen Seite gebraucht werden im sozialen Sektor, weil die Budgets dort enger werden. Es ist tatsächlich ein Unternehmen, also professionell aufgestellt wie ein Unternehmen, aber wir haben ein Cockpit, wo wir nicht nur sagen, was verdienen wir, Klammer auf, wir sind ein Start-up, das heißt im Moment kumulieren wir Anlaufverluste, also wir verdienen noch nichts. Aber die Frage ist auch, was sind sonstige Größen von Anfang an, wie wir unseren Nutzen definieren. Und da gehen wir hin und sagen, wie viele Tonnen Abfall haben wir vermieden bzw. umgeleitet. Das ist ja der Witz, wir sagen ja nicht, wir reduzieren Abfall, sondern wir sagen ja, wir stellen die Sachen wirklich zur Verfügung im sozialen Sektor. Wie viele Menschen haben wir erreicht? Ja, wir können messen und sagen, durch die Einsparung, wie sehr können familienanaloge Einrichtungen, Notschlafstellen ihre Kapazität ausdehnen. Ja? Wie sehr können sie die Qualität von Versorgung verbessern? Das ist eine Frage, ob man sowas von Anfang an mit im Zielsystem hat. Ein klassisches For-Profit-Unternehmen hat es das nicht. Aber wir haben es von Anfang an, weil wir unter anderem ja auch einen Sozialinvestor mit an Bord haben. Das heißt, man guckt anders drauf. Um was bitten wir eigentlich die Mitarbeiter in unserem Unternehmen? Das nennt sich normalerweise Zielvereinbarung. So, es gibt Bewertungsschemata. Interessanterweise sind die sehr alt. Das sind irgendwelche Gehaltsstrukturen und so weiter. Wenn Sie diese Größen nicht mit abbilden, also wenn Sie sagen, wir messen auch, wie viele Produkte du dem sozialen Sektor zufügst, oder wenn wir uns jetzt Cradle-to-Cradle-Produkte angucken, ich könnte ja auch sagen, wie viel Prozent des Umsatzes, den du vertrittst oder des Produktsortimentes, ist denn Cradle-to-Cradle, also sprich als ewige Ressource definiert. Das muss ich einführen und das muss ich messen und das dauert in der Regel lange oder ist eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Da tut man sich in der Regel schwer. Warum? Weil in der Regel an den Zielvereinbarungen auch Gehälter hängen. Und dann zu sagen, jetzt kommt es zum Schwur und es liegt wirklich in meiner Verantwortung, auch Dinge zu ändern, das dauert einfach. Aber es geht. Es geht. Und wenn ich an die Unternehmen denke, die Bödenbeläge machen, die einfach sagen, wir nehmen uns das vor, dass wir bis in x Jahren, ich glaube 20% des Sortimentes, wirklich nach dem Prinzip entwickeln, dann geht das. Was neu ist, Sie brauchen in der Regel für solche Lösungen Leute aus allen Abteilungen. Also man sagt zwar immer, man arbeitet bereichsübergreifend in Unternehmen, aber es gibt doch sehr starke Silos. Ja? Also die Entwicklung arbeitet für sich, die Produktion für sich, der Vertrieb für sich. Aber an der Ecke müssen Sie wirklich alle an einen Tisch holen und anders drauf gucken als bisher. Gibt es andere Hürden? Absolut. Wir haben in Großbritannien ja eine Charity-Kultur, die eher in den amerikanischen Bereich geht, auch was Funding angeht. Also sie bekommen dort Anschubfinanzierung für soziale Projekte oder ein Sozialunternehmen. Das ist in Deutschland viel schwieriger. Also wir sind ein Projekt, was sogenannt nicht bankable ist. Also keine normale Bank würde uns finanzieren, weil wir nicht gewinnorientiert sind. Das heißt ja nicht, dass man nicht den Cashflow generiert, um seine Darlehen zu bedienen. Aber das ist in Deutschland schwierig, da tut sich erst langsam etwas. Und wir haben in Deutschland andere steuerrechtliche Regelungen, wie Sachspenden behandelt werden. Sie werden in Deutschland als Unternehmen dafür bestraft, wenn Sie Produkte schenken oder verschenken, statt sie zu entsorgen. Sie müssen es in Deutschland wie einen Umsatz bewerten. Und selbst wenn Sie eine Spendenquittung dafür bekommen, haben Sie immer noch einen Teil der Umsatzsteuer, auf der Sie sitzen bleiben. Also das heißt, Sie müssen noch Bargeld ans Finanzamt abführen, wenn Sie die Waren nicht entsorgen. So, das ist in England nicht der Fall oder in Großbritannien nicht der Fall, in Frankreich auch nicht. Das ist in Deutschland nur für Backwaren geändert worden und wir arbeiten halt auch daran, dass sich das ändert. Weil es ja gesellschaftspolitisch nicht sein kann, dass man sagt, ich belohne ein Unternehmen für die Entsorgung oder die Vernichtung, statt Produkte einfach zur Verfügung zu stellen. Und in Frankreich hat es jetzt gibt es eine neue Rechtsprechung. Supermärkte dürfen keine Lebensmittel mehr entsorgen, sondern müssen sie lokal Charities zur Verfügung stellen. Ich habe ja auch in der Zeit bei BCG sogenannte Social Impact Projekte gemacht. Also ich habe ja für Gemeinnützige auch gearbeitet. Also ich meine, es ist ja schon länger der Fall, dass man sagt, Themen, die als wahnsinnig radikal gelten, kommen irgendwo im Mainstream an. Ja, das sind zum Teil Ideen der Grünen oder beim Alternativen Nobelpreis das Thema, wir müssen uns Gedanken machen um Umwelt und Menschenrechte. Also das haben ja dann doch, inzwischen ist das ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist ja nicht mehr so wahnsinnig radikal. Das Schöne ist, dass sie inzwischen auch an Entscheiderstellen
Menschen in Unternehmen haben. Ich meine, es gibt ja nicht das Unternehmen, das gibt es als Rechtsperson. Aber da arbeiten ja Menschen, die sich auch gut fühlen wollen mit dem, was sie tun. Also ich trage nicht so ganz den Eindruck zu sagen, die geben das alle an der Garderobe ab. Also das sehe ich nicht so. Sondern da sind Menschen, die auch den Anspruch haben, zu sagen, das, was ich tue, soll auch kongruent sein oder stimmig sein mit dem, was mir auch persönlich wichtig ist. Und das sind genau die, die sagen, Mensch, ist doch Wahnsinn. Persönlich versuche ich mich irgendwie umweltbewusst zu benehmen. Aber als Unternehmen entsorgen wir jeden Tag ganze LKWs. So. Einfach jetzt mal dieses Beispiel zu nehmen oder zu sagen, möchte ich wirklich selber mit diesen Schadstoffen konfrontiert werden? Und die Frage, was ist das Richtige zu tun? Ich glaube, das kommt an, weil wir auch eine Vielfalt in der Ausbildung haben und in dem, was Menschen wichtig ist. Da gibt es ja genug Studien, was ist Leuten in einer bestimmten Generation wichtig. Ich glaube aber umgekehrt, dass es immer noch eine klassische Ausbildung gibt, die mit einem sehr reduzierten Modell vorgeht. Es gibt ja auch inzwischen Hochschulen, die sagen, wir wollen Bildung in Ökonomie wieder mit humanistischer Bildung verbinden und so weiter. Was passiert ist in der klassischen BWL, ich habe in Köln studiert, sie reduzieren ja in dem Modell alles auf die Frage Gewinn-Verlust, ja, auf die Frage Kosten und so weiter. Sie lassen ja diese ganzen Aspekte, wie zufrieden sind meine Mitarbeiter, wie zufrieden sind meine Kunden, was ist der Footprint, den ich hinterlasse, die gibt es ja nicht in dem Ziel, die gibt es in dem Modell nicht. Also gehen Sie davon aus, die gibt es auch in der Realität nicht. Das ist dann einfach vergessen. Die Form der Ausbildung gibt es immer noch, aber ich sag mal, es kommt einfach mehr dazu. Hoffe ich. Wenn ich mir weltweit angucke, wie die Sachen da ticken, ja, also wenn ich jetzt den nächsten Klimagipfel sehe in Paris, dann muss ich sagen, da mache ich mir echt Sorgen an der Ecke. Ja.